Morgen. Ihr hättet mich gerade sehen sollen. Ich bin schon wieder durch die ganze Wohnung gelaufen, habe die Kamera gesucht und letzten Endes habe ich sie im Bett gefunden unter einer Decke. Für die Babys gibt es jetzt Frühstück. Oh nee. Da sind die anderen. Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Ja. Hunger haben die Babys. Holly ist immer so sanftmütig und geduldig. Ich hatte gestern Abend solche Kopfschmerzen. Ich habe heute noch Kopfschmerzen, aber nur noch ganz leicht im Hintergrund. Ich musste mir gestern einen Waschlappen auf die Stirn legen, weil das so dermaßen gepocht hat. Eine Nuss. Eine Paranuss. Du kriegst einen Bompel. Und Bruno kriegt auch einen Bompel. So, bitteschön. Dann habe ich hier noch eine Kiste mit Grünzeug. Karottengrün und alles. Hat meine Mama vom Markt mitgebracht. So, bitteschön. Guten Appetit. Für mich gibt es was Frisches, eine Orange und einen Apfel und eine Tasse Tee. Ich habe mich jetzt fertig gemacht und möchte den DM-Haul für euch abfilmen, für meinen Beauty-Kanal. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir Extensions reinmachen soll. Irgendwie habe ich Lust, mal wieder Extensions in die Haare zu machen. Aber ja, ich bin mir halt unschlüssig. Und ich habe hier was im Auge. Ich habe die Kontaktlinse so oft raus und wieder rein gemacht und raus und wieder rein und mein Auge ausgespült. Aber es ist im Auge, nicht auf der Linse, es ist im Auge. Und oh, es tut so weh, es drückt so. Mein Auge ist auch ein bisschen am Tränen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und hier habe ich gesehen, am Auge, wo es mich gejuckt hat, dass ich unten am, also hier unten, so ein kleines weißes Ding habe. Ich weiß nicht, ob das ein Grießkorn ist, aber ich glaube, Grießkörner jucken nicht, sondern Grießkörner drücken dann eher aufs Auge. Wahrscheinlich irgendeine Entzündung oder so. Ich habe mir sogar vor ein paar Tagen schon meine Extensions rausgeholt. Und zwar sind das die zweiten, die ich habe. Die sind auch nicht so ganz mit meiner Haarfarbe kompatibel. Ich weiß nicht, ob ich welche reinmachen soll oder nicht. Irgendwie habe ich Lust darauf. Mal schauen. Ich habe mir jetzt nur hinten zwei Dressen reingemacht, damit ich hier ein bisschen Länge habe. Und dann habe ich die mir einfach hier an den Seiten weggesteckt. Hier vorne zwei Strähnchen raus. Gefällt mir ganz gut. Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde, Haare machen so viel aus. Also ich meine, ist klar. Und ich habe halt leider nicht die besten Haare. Also ich finde es ganz hübsch, wie das jetzt geworden ist. So. Ja. Jetzt wollte ich, wie gesagt, meinen DM-Haul abdrehen. Ich habe gestern Abend meine Tasche noch ausgeräumt, weil ich was in der Tasche gesucht habe. Und jetzt liegt die ganze Tasche bzw. der ganze Tascheninhalt noch auf dem Boden. Ich muss mich jetzt aber langsam auch mal ranhalten mit dem Video. Ich wollte heute eigentlich auch noch eine Runde spazieren gehen. Ich schiebe das jetzt einfach nur auf die Seite. Und dann wollte ich noch meinen Spiegel weiß pinseln. Stefan hat mir gestern, nicht gestern Abend, wann waren sie da, am Sonntag, Farbe mitgebracht von meinem Bett und von meinem Kleiderschrank, was halt noch übrig war. Und eigentlich wollte ich den Schreibtisch weiß streichen und eigentlich alle Möbel, alle Regale und so weiter und so fort, aber ich dachte, das wäre ein riesiger Farbeimer und jetzt ist es nur so eine kleine Farbdose und es wird wahrscheinlich nur für eine Sache reichen. Und ich dachte, ich probiere es mal mit dem Spiegel, damit dann gleich alles Ton in Ton ist. Bei dem Schreibtisch habe ich halt ein bisschen Sorge, weil da ja alles draufsteht, wo ich dann in der Zeit, während ich das streiche, wo ich dann mit den ganzen Sachen hin soll, weil es muss natürlich auch trocknen. Deswegen fange ich, oder wollte ich testweise mit dem Spiegel dann anfangen.
So, dann baue ich hier mal alles auf. Mein Auge geht es gerade übrigens besser. Ist ganz komisch. Ich habe mich für einen Moment nicht auf mein Auge konzentriert, sondern auf meine Extensions. Und schwuppdiwupp ist es nicht mehr ganz so schlimm. Vielleicht ist das, was auf dem Auge liegt, jetzt verrutscht und ist in einer angenehmeren Position. Das kann natürlich sein. So, hier Fenster zu machen, dass der Lärm von draußen nicht so reinkommt. Da fliegt gerade mal wieder ein Flugzeug. Geht das jetzt nicht? Achso, ist es an? Nee, ist nicht an. Ach, das ist die mit dem Wackelkontakt. Okay. Habe ich schon wieder gezoomt? Ja, ne? Naja, aber nur minimal. Ich baue jetzt mein Setup auf, drehe den Hall ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Video habe ich jetzt abgefilmt. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich noch Close-Ups von den einzelnen Sachen mache oder ob ich es so lasse. Ich habe dieses Mal die Kamera ein bisschen dunkler eingestellt, nicht ganz so hell, weil ich ja auch noch Tageslicht habe. Das ist ganz gut. Und ich denke, ich werde die Hasen jetzt ein bisschen hüpfen lassen, während ich gleich das Video auf den Computer exportiere und eventuell, wie gesagt, die Close-Ups mache. Guck mal, was der Bruno für ein Mama-Kind ist. Hm? Am liebsten kuschelt Bruno mit seiner Mama. Und es ist lustig, wenn man schaut, wie klein Holly ist. Holly ist der kleinste Hase von allen, auch kleiner als Lotte und auch am leichtesten und ganz zart. Und dann Bruno so groß und Bruno war ja mal in Holly, ne? Also das war bestimmt eine sehr schwere Geburt, weil das waren ja bestimmt auch größere Kinder, als jetzt, wenn sie Löwenköpfchen Kinder bekommen hätte. So von Natur aus. Das ist irgendwie sehr lustig. Das ist überhaupt eine lustige Bande, die ich gerade im Moment habe. So, also wie gesagt, ich werde jetzt die Hasen ein bisschen hüpfen lassen. Auf der Seite, die ich gefunden habe, die übrigens super toll ist, also da stand auch, wie man Hasenzimmer einrichten kann oder die Hasen in die Wohnung integrieren kann. Also, oh, sowas hätte ich auch gerne. Auf jeden Fall stand da, dass für Hasen Vitamin D ganz wichtig ist. Und deswegen sie viel bei Tageslicht hüpfen sollen. Also, falls ihr auch Hasen habt, dann lasst sie am Tag raus. Gell? Ja, so. Jetzt, wer ist die Erste? Lotte, Emily. Weiter, weiter, weiter. Holly. Und Bruno braucht immer am längsten, bis er sich mal traut. Ganz schön kalt draußen, merke ich gerade. Ich glaube, während ich die Close-Ups mache, muss ich mir eine Jacke anziehen, wenn jetzt die ganze Zeit die Terrassentür offen ist, weil das ist zu kalt. So. Ja doch, ich mache Close-Ups. Dauert dann zwar länger und ist mehr Arbeit, aber das Video soll ja gut werden für euch. Wieso geht die Lotte jetzt ins Schlafzimmer? Lotte, ich habe rausgemacht. Ich habe die Tür aufgemacht. Du kannst raus. Ich glaube, Lotte muss immer, kommt immer rein, um zu kontrollieren, ob alles passt. Und dann, jetzt geht sie wieder raus. So. Na gut, sie ist um die Ecke verschwunden. Wahrscheinlich wird sie gleich wieder buddeln. Und Bruno geht dann hoffentlich auch irgendwann bald raus. Wenn jetzt heute das Licht so gut ist, vielleicht kann ich ein paar Aufnahmen einfangen für mein neues Intro. Das wäre natürlich cool. Vielleicht kann ich auch heute das so hernehmen für mein Intro. Mir gefällt es mit den Haaren ganz gut, so ein bisschen hochgesteckt und ja. Man merkt zwar hier schon von den Farben, dass es hier dunkler ist, also gelbblonder und hier oben hellblonder. Aber das ist ja auch bei meinen normalen Haaren so, weil ich ja unten noch die alte Farbe drin habe, die gelbstichiger war als das, was wir jetzt immer an Strähnchen machen. Von dem her passt es eigentlich schon. Naja, mal schauen. Vielleicht werde ich das heute fürs Intro hernehmen. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Jetzt habe ich hier auch noch meine Studioleuchten aufgebaut und dadurch ist es dann auch nochmal hell. Achso, und die Pinnwand hier, die wollte ich unbedingt noch auch abmachen und ich weiß nicht, wo ich die hinmache. Muss ich mal schauen, aber mich stört das total, wenn man das immer im Hintergrund sieht. Ich habe mir hier so Zettel aufgebaut mit Tipps fürs Video und das sieht man dann die ganze Zeit im Hintergrund, diese ganzen Tipps und alles. Deswegen werde ich die abhängen. Aber jetzt erstmal die Close-Ups. Ich muss schauen, dass ich mein Video hochbekomme. Das wird nicht mehr pünktlich, das sage ich gleich. Aber immerhin soll es heute noch on gehen. Und ja, gut. Ich mache jetzt die Close-Ups. Oh, es ist kalt. Ich muss mir echt eine Jacke anziehen. Und am besten schon meine Schuhe. Sonst friere ich mir hier einen ab.
mache das meistens so, wenn ich die Hasen hüpfen lasse und es halt kalt ist, dass ich mir eine Jacke anziehe und einen Schal. Und ich muss ja nachher eh raus, um die wieder einzufangen und dann habe ich es halt schon mal an. So, also ja, ich mache jetzt Close-Ups. Das war jetzt auch lustig. Jetzt hat gerade meine Mama angerufen und ich bin mit ihr am Telefonieren. Und nebenbei habe ich halt noch meine Nahaufnahmen gemacht. Und ich habe ja hier die Softbox angeschlossen und da habe ich, ja, das liegt heute alles bei mir rum. Auf jeden Fall habe ich hier das Verlängerungskabel. Und jetzt ist das hier, während ich telefoniert habe, einfach gerissen. Während des Telefonierens. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Gibt's ja nicht. Ah, und hier läuft immer noch. Oh, und der Akku blinkt. Jetzt habe ich hier was Falsches eingestellt. Also, ich dachte, ich spinne. Scheiße. Zum Glück habe ich soweit alle wichtigen Aufnahmen, weil was ich sonst noch... weil jetzt ist ja alles dunkel. Also, was ich halt sonst noch habe, das hier vielleicht noch. Aber das andere sind so unwichtige Kleinigkeiten, die muss ich auch nicht in Nahaufnahme zeigen. Aber das ist ja jetzt einfach nur krass. Gibt's ja echt nicht. Also, jetzt steckt hier das Kabel drin. Oh, es ist unglaublich. Das hat ja Stefan schon mal gelötet oder wie auch immer man das nennt. Aber reißt das Kabel einfach durch. Langsam wird es hier richtig kalt. Nachdem das Ganze die ganze Zeit offen ist. Ich habe jetzt die Dateien auf dem Computer übertragen und werde mir jetzt was zu essen machen. Und dann fange ich mit Schneiden an. Ich habe vorhin auch schon die Hasen gefilmt fürs Intro. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Keine Ahnung. Es ist so viel Zeit vergangen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall kratzt mein Hals. Ja, mache ich hier ein Brot und dann ja, fange ich mit dem Schneiden an in Jacke, weil die Hasen immer noch verkrümmt. Ich habe einen Kringel gemacht mit der Paprika. Das gibt es jetzt bei mir. Und dann wollte ich euch noch Danke sagen für eure Kommentare unter meinem ersten Video nach der Pause. Das war wirklich sehr schön, das zu lesen und hat mich sehr gefreut. Ich schneide jetzt das Video und auf einmal ist es wieder total dunkel geworden, nur weil die Softboxen aus sind. Oh, ich bin so kalt. Was macht man nicht alles für die Babys? Schaut euch Bruno an, wie er da ganz gemütlich liegt und es war so süß. Emily ist aufs Haus gehüpft und hat ihn von oben geputzt. Vorhin lag er noch süßer da, da hat er sich richtig zum Schlafen hingelegt, aber dann habe ich die Kamera versucht rauszuholen und dann ist er natürlich aufgeschreckt und er hat schon wieder was im Gesicht. Er hat immer irgendwas irgendwo hängen. Gell? Ja. Gesund, genau. Ich bin immer noch dabei, das Video zu schneiden, aber ich denke, ich habe es bald. Dann habe ich einen Fussel im Mund und dann ja, exportiere ich das und dann lade ich es hoch und dann kann ich hoffentlich noch spazieren gehen, aber es wird dunkel. Ich glaube, bei Licht kann ich nicht mehr spazieren gehen. Ach du meine Güte, das ging jetzt aber schnell. Mir ist bei einem Zahn die Füllung rausgefallen oder rausgebrochen und jetzt habe ich morgen schon den Termin. Ich bin überhaupt nicht dafür vorbereitet. Ich dachte, es dauert noch ein bisschen. Naja, okay, dann habe ich es wenigstens hinter mir. Jetzt ist nur mein Zahnarzt umgezogen und ich weiß nicht, wo das ist.
das wird was werden. Naja, okay. Ich gehe jetzt eine Runde spazieren. Und ja. Morgen schon. Oh je. Naja, okay. Hoffentlich ist das dann mein Zahnarzt, nicht, dass der mich jetzt bei irgendeinem anderen Zahnarzt eingetragen hat. Es gibt nämlich mehrere Zahnärzte. So, und die Tasche brauche ich eigentlich nicht mitnehmen. Da reicht die Kamera. Mein Handy nehme ich noch mit. Die Sonne geht gerade unter. Aber ich glaube, es ist zu dunkel für ein Foto. Aber einfach so. Könnt ihr was sehen? Es ist, naja, nicht dunkel, aber für die Kamera auf jeden Fall dunkel. Ich wollte euch hier den Himmel zeigen, beziehungsweise die untergehende Sonne, die schon fast hinter den Häusern verschwunden ist. Auf jeden Fall finde ich, dass das immer so schön aussieht mit dem Himmel und der Sonne. Und ach, schön. Und da ist der Mond. Sieht aus, als wäre Vollmond, das ist aber Sichelmond. Ich glaube zunehmender Mond oder abnehmender Mond kann auch sein, aber es sieht aus, als würde er zunehmen. Ich habe übrigens immer noch nicht die Sachen bekommen für meine Päckchenlieferadresse. Ich war ja an dem einen Tag noch bei der Post und habe danach gefragt und die meinte, wenn es diese Woche nicht kommt, dann soll ich nächste Woche nochmal vorbeikommen und dann schicken wir den Antrag neu ab. Und dann hatte ich aber eine E-Mail von denen und da musste ich was ausfüllen, meine Adresse und alles. Habe auch eine Paketnummer bekommen oder irgendwie sowas. Und dann hieß es aber, dass sie mir die Unterlagen noch zuschicken. Und das ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her und die haben es mir immer noch nicht zugeschickt. Und das Ganze ist jetzt mittlerweile über 2 Monate her, seit ich das gemacht habe. Und es hieß am Anfang, das dauert 10 Tage. Also das finde ich schon ziemlich krass. Keine Ahnung, ob da überhaupt noch irgendwann irgendwas kommt, ob das noch was wird oder nicht. Es ist auf jeden Fall sehr nervig. Naja, hier sieht es jetzt gerade aus, als wäre es ganz dunkel. Also als wäre es schon total finster, aber das liegt daran, dass von der Kamera das Licht angegangen ist, weil es eben schon so dunkel ist. Aber es ist nicht so dunkel, also man sieht locker noch was. Aber ich sehe gerade nichts, weil das Ding blendet so von der Kamera, das Licht. Also irgendwie bin ich da jetzt, ja, ich muss nämlich hier lang und bin jetzt geradeaus weitergegangen, weil ich nicht gesehen habe, dass der Weg hier abbiegt, weil ich eben so geblendet bin. Ich glaube, ich habe einmal Glück und hier vorne sind Tiere. Zumindest sieht das aus der Entfernung so aus. Jetzt habe ich aber wieder Pech, weil es so dunkel ist, dass man nichts sieht. Warum gehen die nicht weg? Vielleicht sind doch, das sind 3 Rehe. Oder was ist das hier? Oder sind das Pfützen? Nee, die bewegen sich. Seht ihr das? Nein, das gibt's doch nicht. Ja, das sind hier. Da. Oh Mann, ihr seht das nicht, es ist so dunkel. Jetzt sind sie weg, toll. Oh Mann. Na, hervorragend, jetzt hat sich mein Computer aufgehängt. Und ich kann nichts machen. Oder ist es nur Firefox? Nee, jetzt geht gar nichts mehr. Okay. Jetzt müssen wir ausmachen. Oh Mann, hoffentlich geht er dann. Ich will ja das Video noch hochladen. 1, 2, 3, 4, 5. Windows normal starten. Ja. Ich hoffe, das geht heute noch. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt, dass mein Rechner wieder nicht geht. Ich werde mir jetzt Abendessen machen. Und zwar habe ich ja noch ein Gläschen von dem Eintopf, den mir meine Mama am Sonntag mitgegeben hat. Gestern habe ich mir was anderes gemacht.
Und da mache ich mir den noch warm, brate mir noch die restlichen vegetarischen Bratwürstchen raus. Das sind die hier. Und ja, dann habe ich ein Essen. So, ich habe jetzt noch einiges zu arbeiten. Der DM-Haul lädt mittlerweile hoch und sollte dann hoffentlich bald hochgeladen sein. Und ich habe jetzt auch schon das Thumbnail gemacht für den DM-Haul. Und ich habe vergessen, im Schlafzimmer das Licht auszumachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit dem Spiegel noch schaffe, heute den Spiegel zu schleifen. Schneiden auch nicht. Streichen, genau, den Spiegel zu streichen, weil irgendwie ist es schon ziemlich spät und ich habe noch einiges zu tun, wie gesagt. Und ja, irgendwann muss ja dann auch mal Schluss sein. Aber naja, mal schauen. Vielleicht wird es ja noch was. Es ist so schön, dass ihr euch freut, dass ich wieder Videos mache und ich freue mich auch so sehr, dass ich wieder Videos mache. Ach ja, das wollte ich euch nur noch mal kurz sagen. Ich glaube, mit dem Spiegel wird das heute nichts mehr. Wir haben es jetzt, ich habe schon meine Brille auf, deswegen muss ich jetzt ganz nah an den Computer kriechen, 21.57 Uhr. Das heißt, wir haben kurz vor 10, ich bin aber noch nicht fertig mit meiner Arbeit und das Video muss ich ja, oder möchte ich nachher auch noch schneiden, weil morgen wird auch wieder stressig und morgen ist auch wieder viel zu tun und dann noch der Zahnarzttermin und dann kommt Stefan am Nachmittag wegen meinem Schlafzimmer. Er bringt mir irgendwie eine Spachtel und dann haben sie noch irgendwas, was man da eben anrühren kann, damit das leichter von der Wand geht. Und eine Abonnentin hat mir auch schon einen Tipp geschrieben, wie man die Bahn leichter ablösen kann. Ja, auf jeden Fall ist morgen auch wieder vollgepackt und ja, ich muss noch arbeiten jetzt. Deswegen, aber ich glaube, ich schneide erst das Video, dann habe ich das wenigstens schon und dann kann ich das, wenn ich morgen beim Zahnarzt bin, kann ich das Video hochladen. Ja, ich denke, so mache ich das jetzt. Und abschminken und duschen muss ich noch und Haare waschen, weil das schaffe ich morgen früh nicht mehr, Haare zu waschen. Das wird dann zu knapp, also muss ich jetzt auch noch Haare waschen. Ja, ist irgendwie vollgepackt der Tag. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis morgen. Tschüss!